So, ich muss mir heute ganz besonders viel Mühe geben. Wer in diesem Land nicht funktioniert, meine Damen und Herren, der fliegt raus. Ja, fragen Sie doch mal den, wie hieß er noch, der ganz früher mal Umweltminister war. Röttgen, genau. Gefeuert, eiskalt gefeuert von der Kanzlerin. Angela Merkel ist jetzt offiziell der Schrecken von Berlin. Wirklich. Und normalerweise läuft das ja so in Berlin. Das war schon sehr unüblich. Also der übliche Ablauf ist ja, Merkel sagt, weißt du was, Nobby, altes Gemäuer, du trittst jetzt wohl mal freiwillig zurück. Nein, wollte er nicht. Da hat sie ihn chirurgisch aus dem Amt entfernt, meine Damen und Herren. Hier nochmal für Sie die emotionalsten Momente der Röttgen-Rausschmiss-PK. Norbert Röttgen, für diese Arbeit danke ich Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Rekord! Boah. Boah. Der Röttgen, ne? In einer Minute 39 von Muttis Klügstem zu Muttis Arbeitslosestem. Ne? 30 Jahre ist der Mann in der CDU, überleg mal, 30 Jahre buckeln und Arsch kriechen. Und in 1,39 geht alles durch den Schornstein. Was der sich anhören musste diese Woche. Ein stellvertretender Parteivorsitzender hat sich selbst erledigt. Der ein Kind im Wahlkampf gesiezt hat. Wenn man einen solchen Komplettabsturz sieht, das hat man nicht für möglich gehalten. Die Kanzlerin hat sich von einem Loser getrennt. Eine Vollkatastrophe. Tja, was hat der falsch gemacht? Nach meiner Auffassung viel. Ja, natürlich. Norbert Röttgen, der Watschen-August der CDU. Man könnte ja auch mal fragen, ob Merkels Wischiwaschi-Politik auch mit beigetragen hat zum Niedergang der CDU. Andererseits, warum? Da entsorgen wir doch lieber den alten Röttgen. Ne? Klar, hat sie dann auch so gemacht. Sein Nachfolger. Ja. Ist immer schwer, mit über 12-Jährigen wieder reinzukriegen. Ich habe es selber probiert. Sein Nachfolger wird Peter Altmaier. Für mich übrigens der Einzige, der das CDU-Wahldebakel vom letzten Sonntag auf den Punkt gebracht hat. Mit einer doch recht überraschenden Formulierung. Dieses Ergebnis übertrifft doch unsere schlimmsten Befürchtungen. Und deshalb will ich zunächst einmal Dankeschön sagen an die Parteifreunde in Nordrhein-Westfalen. Was? Ja, genau. Ne? Danke für gar nichts, ihr Versager. Ja, der neue Umweltminister, Peter Altmaier, endlich mal ein frisches, unverbrauchtes Gesicht. Na, der! Um das mal klarzustellen, der hat übrigens nicht den Röttgen weggemobbt. Das war ein anderer. Das war Horst Seehofer. Haben Sie bestimmt gesehen, am Montag im Heute-Journal ist er, ja, ich darf glaube ich sagen, verbal Amok gelaufen und hat danach für mich den Fernsehsatz des Jahres gesagt. Sie können das alles senden, was ich gesagt habe. Ja, hätten wir sowieso gemacht, aber trotzdem danke, Horst. Sein ZDF-Auftritt war für die Kanzlerin ein absolutes, Achtung Wortspiel, Horst-Case-Szenario. Manu, für solche Klopper, da müssten wir eigentlich diesen Preis kriegen. Hier, den Preis, den Marietta Slomka neulich gewonnen hat. Den Preis der deutschen, deutschen Sprache, für, Gesellschaft für die deutsche Sprache gewonnen hat. Ja, da ahnt man doch, warum Marietta Slomka den Preis gekriegt hat und nicht der Klaus. Nein! Nun Spaß, beide sind natürlich tolle Sprachrichtennächer. Und der Seehofer hat tatsächlich mal sehr, sehr heftig die Untätigkeit der Bundesregierung kritisiert, der, Fun Fact am Rande, seine CSU selber angehört. Was mir so wehtut, weil ich glaube, dass diese Union und die FDP wirklich ein Potenzial haben, in Deutschland umzuregieren. Wow, das schreibe ich mir auf. Schwarz-Gelb hat das Potenzial, umzuregieren. Und ich, Idiot, habe gedacht, die regieren schon. naja. Ich fand das jedenfalls ziemlich super, das Interview. Wie fandet ihr es selber? Das hat sich doch wieder gelohnt. Ja, das war frisch. Fand ich. Ja. Ich jedenfalls. Frisch. Absolut, frisch. Frisch wie Nachbars Lumpi. Ist ja auch egal. Wir schalten jetzt mal live nach Berlin vor das Kanzleramt zum Kollegen Albrecht Humboldt. Albrecht, ist das jetzt der neue Politikstil und warum durfte der arme Röttgen seinen Rücktritt nicht wenigstens selber verkünden? Also, ganz ehrlich, Ihre Sentimentalität kotzt mich an. Ihre
windelweiche Kuschelrepublik war gestern. Nur die Besten überleben. Und wenn einer nicht liefert, tschüss, geh mit Gott, hasta luego, alles Gute, auch beruflich. Ja, aber Albrecht, so geht man doch nicht um mit Mitarbeitern. Ja, wir leben in rauen Zeiten, Oliver. Nur die Harten. Komm. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, die Frau Merkel, die braucht die alle nicht. Die macht das zur Not auch alleine, wenn es drauf ankommt. Ja gut, aber wenn das beim Röttgen so schnell geht, dann kann es doch jeden treffen. Wer muss denn als Nächster zittern? Alle. Ja, begreifen Sie doch endlich, so ein Kabinett, das ist kein Streichelzoo. Das ist keine Waldorfschule. Hier zählen Leistung, Leistung, Leistung. Hm. Und wenn zum Beispiel die kleine Christina Schröder nicht bis nächste Woche 10.000 neue Kita-Plätze schafft, dann räumt die aber ruckzuck bei Lidl wieder Regale ein. Ja. Ja, aber meine Güte, es werden ja immer weniger. Wird sie jetzt nicht endgültig einsam um die Kanzlerin? Hat die überhaupt noch Freunde? Freunde. Ist total überbewertet. Der einsame Wolf braucht keine Freunde. Also, lieber, mir ist schlecht. Ja, selber schuld. Danke soweit an Albrecht Humboldt. Horst Seehofers Wutrede im Heute-Journal war ja sowas wie der letzte Sargnagel für Röttgens Karriere. Wir schalten da einmal direkt zu Tina Hausten nach München in Seehofers Reich. Tina, hat sich der alte Seehofer inzwischen wieder beruhigt? Ja, natürlich, Oliver. Er hat ja erreicht, was er wollte. Der hat auch nicht plötzlich entschieden, dass das Heute-Journal sein Gelaber senden darf. Das war alles genau so kalkuliert und geplant vom Seehofer Horstl, dem bajovarischen Raumteiler. Ja, wie geplant? Er hat doch spontan gesagt, das dürfen Sie alles so senden, Herr Kleber. Ja, klar, spontan. So wie seine tolle Facebook-Party neulich. Seitdem nennen ihn alle nur noch Vollhorst 2.0. Alles Wahlkampf, Oliver. Alles Wahlkampf. Hier in Bayern wird nächstes Jahr gewählt. Da will er natürlich unbedingt als Superhorst dastehen und der ollen Merkel mal so richtig den bayerischen Defiliermarsch blasen. Tja, wenn du so einen in der Regierung hast, dann brauchst du keine Opposition mehr. Nö. Der Gründer der Zeugen Seehofers, der redet ja nicht mal mehr mit der Merkel. So lange, bis sie ihm endlich sein beknacktes Betreuungsgeld gibt. Bis auch die letzte bayerische Frau mit Handschellen an die Backofentür gekettet wurde. Ja, vielen Dank, Tina. Das hat sich doch wieder gelohnt, oder? Ja, das war frisch, ja. Fand ich jedenfalls. Ja, und ja, absolut. Ja. Ganz ehrlich gesagt, viel besser als der olle Humboldt vorher aus Berlin. Ja, oder? Ja. Was ist denn mit ihm los? Der hat sich da einen zusammengestammelt, der Albrecht. Ja. Ich sag mal, der bekommt garantiert nie den Preis der deutschen Gesellschaft für Sprache Deutsch. Sie sind ja gemeint, Tina. Das können Sie alles genauso senden, ja. Oliver. Ja, Weil die Kollegen hier öfter darüber reden, wohnt der Albrecht eigentlich wirklich noch bei seiner Mutter? Ja, wo denn sonst? Moment mal. Das habe ich alles gehört. Also so geht man nicht mit Kollegen um. Ja, kurze Korrektur. Ex-Kollegen Albrecht, letzte Woche hatte die heute schon nicht ganz so dolle Einschaltquoten. Und da müssen wir jetzt leider mal personelle Konsequenzen ziehen. Sorry. Was? Ich war doch letzte Woche gar nicht dabei. Ja, aber Sie müssen auch zugeben, Albrecht, Sie waren nicht wirklich gut letzte Woche. Ich war überhaupt nicht dabei! Ausreden haben wir alle. Tina Hausten und zum letzten Mal Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren!